Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es einen super leckeren Sommersalat und der ist besonders pfiffig. Ihr könnt ihn in einem großen Weckglas zubereiten. Das heißt, wenn ihr in die Schule geht oder ins Büro oder zur Arbeit oder wenn ihr irgendwo anders unterwegs seid, könnt ihr den super vorbereiten. Man muss ihn dann zum Schluss einfach nur noch schütteln, aber das zeige ich euch am Ende des Videos. Und dann habt ihr einen fantastischen Salat, der super, super lecker ist und natürlich äußerst praktisch. Am Anfang machen wir das Dressing. In eine Schüssel gebe ich etwas Olivenöl, Balsamico, italienische Kräuter sowie einen Teelöffel Honigsenf und ordentlich Salz und Pfeffer. Alles miteinander gut vermischen. Und danach brauchen wir noch ein paar Scheiben von der Gurke, frische Tomaten, die ich hier viertel. Und nun gebe ich das Dressing in ein großes Einmachglas, gebe dann den Feldsalat oben drauf, anschließend die Tomate dann noch etwas vom Feldsalat, oben drauf dann eine Schicht von der Gurke sowie den Schafskäse, den zerbrösel ich hier, dann noch 5 Oliven und Petersilie. Der Salat ist fertig, so sieht er aus. Klappe zu und einfach ein bisschen schütteln. Und schon kann geschlemmt werden. Ach ja, die Zutaten sind wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit und ich sage dann schon mal bis morgen. Tschüss.